Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir sind Julia Schmich von der TTS GmbH Und Christian Hetterich von der Ubuntu EG. Auch wenn der Titel es vielleicht vermuten lässt, wir wollen heute nicht darüber sprechen, ob und wie Zitrusfrüchte gegen Depressionen helfen. Stattdessen möchten wir über ein Thema sprechen, das oft falsch oder nur unzureichend berücksichtigt wird. Wir möchten heute demonstrieren, wie Sie Digitalisierungsprojekte nach der Einführung nachhaltig in Ihrer Klinik verwurzeln können. Genau, denn viele fokussieren sich bei den Projekten auf den Go-Live, vor allem in technischer Hinsicht, um den langfristigen Erfolg aber sicherzustellen, muss das Projekt nicht nur in den Betrieb überführt, sondern auch integriert werden. Absolut richtig, Julia. Lass uns das mal an einem Beispiel aus dem Alltag verdeutlichen. Kommt Ihnen dieser Ausdruck bekannt vor? Ich möchte Ihnen Schwester Jennifer vorstellen. Julia, warum ist Schwester Jennifer denn so schlecht gelaunt? Gab mal wieder ein Update im KISS. Das ist doch aber gut, oder nicht? Ja, technisch gesehen schon. Das Problem ist aber, dass sich damit auch die Prozesse verändert haben und Schwester Jennifer nun nicht mehr weiß, wie sie ihre Aufgaben im KISS dokumentieren soll. Und Zeit zum Ausprobieren hat sie natürlich auch nicht. Okay, kann keiner der Kollegen irgendwie weiterhelfen? Leider nein. Petra fällt spontan aus und Alex, der sich sonst immer um solche IT-Themen kümmert, der ist gerade im Urlaub. Okay. Ich kenne viele in der Klinik, die so kleine Papierspickzettel haben, selbst verfasst oder von der IT bereitgestellt. Hat Schwester Jennifer sowas nicht? Doch, klar, aber durch das Update hat sich jetzt der Weg verändert, wie sie im KISS dokumentiert und es gibt jetzt einen Schritt mehr, bevor sie die Dokumentation speichern kann. Wurde keine Anwenderdokumentation aktualisiert, von der IT? Doch, und die wurde auch wie immer im SharePoint des KISS-Teams abgelegt. Darauf hat auch tendenziell jeder Zugriff, aber Schwester Jennifer kennt den Weg dorthin gar nicht und beziehungsweise hat auch den Link nicht. Okay, was ist denn mit dem Helpdesk? Die sind doch sonst auch immer zur Stelle, wenn es irgendwo brennt. Der ist aber leider wieder einmal komplett landunter und es kann frühestens in 3 Stunden jemand vorbeischauen. Okay. Tja, das ist eine Situation, die allen Berufsgruppen mehrfach täglich in nahezu jeder Klinik widerfährt. In einigen Fällen treten sicherlich nicht alle Unglücke ein und können teilweise auch kompensiert werden. Doch was ist, wenn tatsächlich alles schief geht, was schief gehen kann? Weil viel lässt grüßen. Stellen Sie sich doch einmal vor, diese geschilderte Situation würde nachts ablaufen, wenn die IT-Hotline eben nicht besetzt ist. Ja, lassen Sie uns einmal gemeinsam auf die Abwärtsspirale und ihre Konsequenzen schauen, wenn solche Situationen wiederholt auftreten. Okay, stellen wir uns Folgendes vor. Wir haben gerade eine neue Software eingeführt und die Schulungen liefen gut. Letzte Woche fand die Übergabe an den Support statt. Das Projekt ist also offiziell abgeschlossen. Selbstredend, dass wir da bester Laune sind. Da stören uns die grundsätzliche Fluktuation, der Personalmangel und das Onboarding neuer Mitarbeiter nicht. Wir haben ja die Standardschulung aus dem Projekt. Doch nach und nach schleichen sich Workarounds bei der Nutzung ein und wir entfernen uns immer mehr vom eigentlichen Prozess. Die Datenqualität sinkt dadurch drastisch. Es entstehen Kosten für Korrekturen und weitere Auffrischungsschulungen, die aber das Problem nicht lösen. Die verbliebenen Experten suchen nach und nach auch das Weite und verschlimmern die Lage noch weiter. Die Software wird kaum noch wie vorgesehen genutzt und am Ende erklären wir das komplette Vorhaben für gescheitert und fangen mit einer neuen, viel besseren Software noch einmal von vorne an. Unabhängig davon, wie lange es für den Weg nach unten dauert, der Weg selbst läuft nahezu immer in diesen Schritten ab. Doch warum ist das eigentlich so, Julia? Ja, die auf dem äußeren Ring dargestellten Rahmenbedingungen, die bringen die Abwärtsspirale in Bewegung und sie beschleunigen sie auch noch weiter. Das heißt, für neue Regularien und Prozesse brauchen wir neue Technologien und damit auch neues Wissen, das die Mitarbeitenden für ihre täglichen Aufgaben lernen müssen, um Schritt halten zu können. Sie müssen also durch lebenslanges Lernen kontinuierlich in Bewegung bleiben. Und das bedeutet für uns, dass wir Menschen mit Prozessen und Technologien in Einklang bringen müssen. Ansonsten fallen wir in der Abwärtsspirale nach unten oder einfach formuliert, wer lerntechnisch stehen bleibt, der rutscht nach unten,
wird abgehängt und dann landen wir eben ganz unten bei den gescheiterten Digitalisierungsprojekten, was wir natürlich nicht wollen. Aber sag mal, Christian, was benötigen wir denn, um bei der Abwärtsspirale oben bleiben zu können? Schauen wir zunächst einmal auf die Mitarbeitenden selbst. Damit ich meinen Beruf ungehindert ausüben kann, brauche ich Wissen, auf das ich jederzeit zugreifen kann. Idealerweise habe ich hier einen digitalen Assistenten an der Hand, den ich fragen kann. Und dieser Assistent weiß, wo ich gerade bin, wer ich bin und welche Informationen ich jetzt gerade in diesem Moment benötige. Wenn wir auf die Klinik selbst schauen, dann sehen wir aktuell noch viel zu viele Wissensinseln. Mitarbeitende verbringen daher rund 5 Stunden pro Woche alleine mit dem Suchen. Ein digitaler Assistent hilft daher auch in der Klinik, weil er das Wissen an einem zentralen Ort zu einem Wissenshub bündelt und bereitstellt. Das führt letztlich zu einer hohen Datenqualität und Prozesstreue. Ein weiterer Vorteil: Das Wissen wird gesichert und erweitert, und zwar unabhängig von einzelnen Personen. Dadurch wird die Anzahl der Rückfragen zu Prozessen oder der Bedienung einer Software deutlich verringert, was wiederum für mehr Zeit an der Hotline für die wirklich kniffligen Themen sorgt. Das dokumentierte Wissen entlastet auch das schulende Personal, da es kontextbezogen im Arbeitsalltag verfügbar ist. Und letztlich, und das ist für mich der wichtigste Punkt in dieser ganzen Aufzählung, letztlich ermöglicht dieser digitale Begleiter die Hilfe zur Selbsthilfe. Mitarbeitende können jederzeit fehlendes Wissen nachschlagen und fühlen sich dadurch nicht alleingelassen. Das erhöht die Selbstwirksamkeit der Mitarbeitenden enorm. Sie erkennen den Sinn in und die Wertschätzung an ihrer Arbeit und beteiligen sich dadurch deutlich stärker. Das hat positive Effekte auf die gesamte Unternehmenskultur. Und am Ende bleibt auch noch mehr Zeit für den eigentlichen Job übrig, da das Suchen nach Inhalten, das entfällt, wir erinnern uns, 5 Stunden pro Woche. Ich weiß, das klingt alles fast schon zu gut. Und Sie fragen sich vielleicht, warum es überhaupt einen Ansatz braucht, einen neuen Ansatz überhaupt braucht. Julia, zeig uns doch bitte, warum. Ja, damit kommen wir zur 80-80-80-Studie, die besagt, dass wir klassischerweise 80% des Learning and Development Budgets in Frontalunterricht, also Präsenztraining oder E-Learning, investieren. Davon wird aber 80% innerhalb von wenigen Tagen wieder vergessen. Und das bedeutet, dass wir also 80% des Wissens am Arbeitsplatz erlernen, das aber mit klassischem Lernen gar nicht unterstützt wird. Und genau hier setzen wir an und unterstützen Mitarbeitende direkt im Arbeitsprozess. Und wie das Ganze aussieht, ist auf der nachfolgenden Folie hier einmal grob skizziert. Und zwar ist das Symbol unserer Lösung eine Orange. Und egal in welcher Anwendung ich mich befinde, immer wenn ich selbst nicht mehr weiter weiß, kann ich die Orange anklicken. Sie erkennt dann, in welcher Anwendung ich bin, auch in welchem Feld in der Anwendung ich bin und liefert mir passgenaue Unterstützung. Und sie kann mir sogar auch automatisiert Hinweise geben. Und wenn Sie sehen möchten, wie das Ganze jetzt in der Praxis tatsächlich aussehen kann, dann können Sie gerne unser Demo-Video anschauen oder uns auch direkt kontaktieren für eine individuelle Demo. Hier finden Sie unsere Kontaktdaten. Und wir bedanken uns herzlich für Ihr Interesse. Vielen Dank.